Moin, liebe Top-Familie und liebe Tanzfreunde da draußen und ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Let's Dance Video. Die zweite Show, die zweite Live-Show ist vorüber und wir haben einiges zu bereden, wie ich finde, also einiges. Es war erstmal ein toller Auftakt, ein tolles Opening von den ganzen Profi-Tänzern. Unter anderem wurde zu einem Lied getanzt, was auch gleichzeitig ein Horrorfilm ist, nämlich Candyman. Toller Song, toller Jive-Song. Ihr wisst, ich liebe den Jive. Wir hatten heute den Jive. Von daher, ja, wir haben einiges zu bereden. Es gab neue Konstellationen. Lilly ist zurück, letzte Woche ausgeschieden, jetzt dabei. Weil, so gesehen, jetzt Platz 14 belegt richtig Hardy Krüger. Bastian musste jetzt aussetzen. Frauke konnte bei exklusiv Let's Dance nicht dabei sein. Ja, also es gab einige Ausfälle, sei es Corona oder eben Erkältungen oder Fieber. Aber beginnen wir doch mal mit dem ersten Paar. Und das wäre, nicht dass ich mich jetzt hier verklicke, genau. Und da haben wir zuallererst Michelle und Christian. Wir haben einen Cha-Cha-Cha getanzt zu Eine neue Liebe von Jürgen Markus. Tolles Lied, Michelle hat es sofort erkannt. Das Special war ja heute, stimmt, habe ich jetzt am Anfang gar nicht gesagt, Born In, sprich, jeder Promi hat zu einem Song getanzt oder zu einem Lied, was auch gleichzeitig aus dem Geburtsjahr des Promis erschienen ist. Ja. Und in dem Fall war es jetzt hier Eine neue Liebe. Wenn man es mit letzter Woche vergleicht, wo sie, ja, was hat sie da nochmal getanzt? Einen Tango getanzt hat. Waren hier wieder so ein paar Einzelheiten, die nicht gestimmt haben. 11 Punkte sprechen Bände. Es war ein langsamer Cha-Cha-Cha. Gewicht viel zu weit hinten und auch rhythmisch war es jetzt nicht außer Takt, aber es war nicht passend zur Fußchoreo. Die Füße wurden nicht richtig gesetzt, es wurden da nicht richtig Akzente gesetzt, dass man da auch eine gewisse Stabilität hat. Und dass die Beine auch nicht gestreckt waren, eher förmlich im Knie gestanden. Ich glaube, sie kann es auch besser. Ich weiß nicht, ob es am Tanz lag, das ist ein lateinamerikanischer Tanz und dadurch auch natürlich ein schnellerer Tanz war. Tat mir ein bisschen leid, aber leider war es insgesamt halt nicht stimmig genug, obwohl es ein tolles Lied war, wo man, glaube ich, auch sich gut bewegen kann. Aber es hat in dem Fall nur leider für 11 Punkte gereicht. Christian, kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird später nochmal Thema sein bei einem anderen Tanzpaar. Ihr könnt ja schon mal raten, bei wem. Gut, machen wir weiter mit Caroline und Valentin. Die haben nämlich eine Salsa getanzt zu Deseandote von Frankie Ruiz. Oder Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Auch hier der Hinweis, mache ich jetzt schon mal hier. Falls ihr auch die Artikel lesen wollt und die Songs, unten in der Beschreibung ist zum einen so gesehen diese Homepage von RTL, wo ihr bei Let's Dance alles finden könnt. Videos, Artikel, alles Mögliche. Und darunter ist auch nochmal speziell der Artikel mit den Songs und Tänzen zur zweiten Show. Ja, also Salsa. Salsa, da möchte man Lebensfreude sehen. Das hat man in ihrem Gesicht gesehen. Aber wenn man schon allein auf die, Cuban Curls. Nee, warte, ich vergesse immer, wie das heißt. Irgendwo habe ich das auch nochmal geschrieben. Die Cuban Motions, genau, die Cuban Motions. Weil gerade bei so einer Salsa braucht man das auch so ein bisschen, diese gewisse Agilität, sag ich mal, diese Flexibilität und diese gewisse Rhythmik im Körper. Das war nicht so ganz stimmig. Auch mit der Musik. Also es war nicht unbedingt immer auch
im Takt. Und bei einer Salsa, da muss man Bewegung sehen. Sei es auch in den Füßen oder sei es im Oberkörper, in der Hüfte. Und das war zu viel gestanden und zu viel umhergeschoben von Valentin. Deswegen auch hier gab es nur 11 Punkte. Letzte Woche hat man noch 15 Punkte bekommen. Ja, also das war deutlich schwächer. Auch hier ein Abbau der Punkte. Mal gucken, ob es dann nächste Woche, wenn sie ja weiter tanzen sollten, aber ihr wisst es schon, aber ich mache es hier trotzdem spannend, wenn sie weiter tanzen sollten. Mal gucken. Nun denn, machen wir weiter mit dem Tanzpaar Nummer 3. Und das ist in dem Fall Sarah und Vadim. Sarah und Vadim haben ein Wiener Walzer zu What's a Woman von Vaya Con Dios getanzt. Also, ich muss ja sagen, starke Leistung. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade so, es ist ein Walzer, da braucht man so diese. Ja, ich finde, bei einem Walzer sieht man immer sehr, sehr gut, da ist der Mann, der führt, da ist die Frau, die sich diesem Tanz hingibt, die im Arm steht. Und das hat sie, finde ich, toll gemacht. Die Jury sagt dann noch, ein bisschen noch an der Haltung verbessern. Das Problem bei den meisten Paaren ist, die fangen stark an und bauen dann immer so ein bisschen mit der Zeit ab, gerade so zum Ende hin, dass man das halt eben durchtanzt. Außerdem, dass man halt eben, und das sind zudem diese Feinheiten, und da finde ich, ist es ja aber schon ein Lob, dass man sagt, man lobt oder man äußert Kritik schon auf so einem hohen Niveau, dass man die Füße nicht platt setzt, sondern halt wirklich mit Ferse. Und gerade wenn man so in einer Bewegung drin ist und man halt mit der Hüfte die Füße ja auch mitbewegt, dann kann das auch ein flüssiger Lauf werden. Also es sind halt so ein bisschen diese Feinheiten, diese Kleinigkeiten. Sie hat 22 Punkte bekommen. Das ist eine mega starke Leistung. Also von daher freut mich für sie. Tolle Punkte und ich glaube, das kann weit gehen. Beiden passen sehr gut zusammen, finde ich. Die Chemie passt und von daher, ich glaube, das kann lange gehen. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit, wo sind sie da? Mit Mike und Christina. Die haben ein Cha-Cha-Cha zu Summer Jam, alle Farben Remix von The Underdog Project und alle Farben getanzt. Der Hip-Hop-Teil, wie auch Lambi gesagt hat, war toll. Aber Hip-Hop ist halt eben kein Cha-Cha-Cha. Er hat 17 Punkte bekommen, also deutlich besser als die Salsa letzte Woche. Da war es ja förmlich wirklich nur stehen. Heute war da Bewegung drinne, da war ein gewisser Fluss drinne. Es ist halt wirklich da jetzt die Technik, dass man vielleicht auch mal außer Takt ist. Ich sag mal, okay, kann jedem passieren. Und wenn man nur einmal irgendwie außer Takt ist und man vielleicht einen Schritt zu früh oder zu spät setzt, solange man immer durchtanzt, das ist so eben so ein bisschen das Problem bei vielen Paaren, dass man vielleicht stark anfängt und es hinten raus nachlässt. Das hat man auch hier, finde ich, gemerkt. Bei so zwei, drei Paaren hat man es nicht immer unbedingt so gemerkt, aber hier, finde ich, hat man es auf jeden Fall gemerkt. Es war Bewegung drinne. Ich fand den Einzelteil beim Hip-Hop natürlich gut. Es ist aber kein Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha ist natürlich auch ein gewisser Paartanz. Und der Paartanzteil, und wenn Cha-Cha-Cha getanzt wurde, den fand ich etwas schwächer als den Einzelteil, wo er Cha-Cha-Cha getanzt hat. Also von daher, das sind halt so wirklich so wie diese Kleinigkeiten. Und wenn man da jetzt noch so ein bisschen schleift, man wird ja sehen, was nächste Woche kommt. Salsa war letzte Woche, jetzt Cha-Cha-Cha. Eventuell nächste Woche Jive oder eventuell Samba oder Quickstep. Also so gerade diese schnellen Tänze
Da finde ich, da muss man dann auch so ein bisschen Gas geben und gerade so eben diese Lebensfreude zeigen. Das hat er auch gemacht, aber wenn man da noch so dann intensiv arbeitet, ich glaube, dann kann es auch für ihn weit gehen. Okay, machen wir weiter mit René und Katrin. Ja, mein Paso Doble getanzt zu Insomnia von Faceless. Das Lied kennen wir alle für die, die auch meine The Masked Singer Videos gucken. Denn jetzt muss ich kurz überlegen, in Staffel 4, das heißt vor einem Jahr, da hat nämlich Quokka, auch bekannt als Henning Baum, ich glaube, war schon Show 1, ich glaube, es war schon Show 1, Insomnia gesungen. Der Sprung nach hinten. Dieser Akrobatik-Teil, den braucht man nicht kritisieren. Ich sag mal, Akrobatik kann man mit einbauen. Ich fand so ein bisschen diese Aussage von Katrin, ehe ich gleich auf den Tanz eingehe, bisschen komisch, dass sie sagt, 80% Tanz, 20% Außergewöhnliches, sprich so Akrobatik, Sprünge und so. Hebefiguren, finde ich, kann man nicht dazu ziehen, weil das gehört mit zum Tanzen, dass gewisse Hebefiguren mit dabei sind. Für mich, und wenn ich das jetzt natürlich so ein bisschen vergleiche mit Lilly oder auch von mir aus mit ihr, Moritz Hans, die ja auch schon bei Let's Dance waren und jetzt halt eben Trainee, natürlich haben die einen gewissen Vorteil, finde ich, gerade so in solchen Bewegungen, und ich fand es toll. Heute hat mich zumindest auch gefreut, dass es ein guter Tanz war. Wenn sie gut tanzen, habe ich wenig zu kritisieren und dann brauche ich auch nichts kritisieren. Aber ich möchte mehr Tanz als so Außergewöhnliches sehen. Und 80-20, es muss schon, finde ich, so 90-10, wenn dann sein. Obwohl schon 80-20 natürlich so ein deutlicher Unterschied ist. Aber ich will schönes Tanzen sehen. Aber heute war es ein schöner Tanz. Es war ein toller Paso Doble. Es war halt nur von den Aktionen her. Zu wenig von dem Paso selbst, dass man mal so diese Hände bewegt, dass man auch so gerade diesen Ausdruck im Gesicht hat, dass man sein Becken auch mitschiebt in dem Sinne. Gerade wenn man so diese gewissen aggressiven Bewegungen macht mit den Händen, dann muss das stimmen. Das hat halt nicht so immer ganz gepasst. Also, da muss man halt auch hier, finde ich, so auf diese Kleinigkeiten achten. Was ist der Paso Doble? Was für Bewegungen müssen damit rein, dass die dann auch gehalten werden? Und dass es auch nicht wieder hinten raus irgendwie nachlässt. Ja. Und die Stimmung fand ich auch toll. Den Sprung gut fand ich auch toll. Ob es ein finalwürdig ist, lassen wir mal so ein bisschen dahingestellt, weil ein Salto macht für mich kein Tanzen aus. Wissen wir alle. Aber zumindest, das ist meine Meinung. Ja, von daher, aber mit 23 Punkten, 4 Punkte mehr als letzte Woche, kann man sehr zufrieden sein. Okay, machen wir weiter. Ich habe jetzt leider kein neues Bild. Deswegen, ich habe hier jetzt so gesehen die alten Tanzpaare. Deswegen, ich sage aber da trotzdem was zu. Wir haben als nächstes Lilly, aber nicht mit Andrzej, sondern mit Jimmy Surlis. Der ist ja eingesprungen für Andrzej Ciebie. Der hat ja Corona. Wenn es nächste Woche so sein sollte, dass Jimmy immer noch mit dabei ist, weil wir wissen ja noch nicht, wie das jetzt mit Andrzej ist, dann kommt natürlich dann ein neues Bild dahin. Oder ich bereite ein neues dann vor. Ja, also, genau, haben eine Rumba getanzt zu Heart of Gold von Neil Young. Tolles Lied. Aber es war halt keine Rumba. Also, mal eine Hüfte da, mal eine Hüfte da, einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Es war keine Rumba. Die Atmosphäre war schön, aber das war es dann auch schon. 7 Punkte. Letzte Woche hat noch 11 bekommen für, lasst mich mal eben gucken, was hat sie noch mal letzte Woche getanzt.
Da hat sie getanzt. Cha-Cha-Cha. Auch da waren zu wenig Grundschritte. Das war heute sogar deutlich weniger, finde ich. Die hatten wenig Zeit jetzt, also sie mit Jimmy. Ja, deswegen, aber fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ja. Abhaken. Sagen wir es mal so, abhaken. Okay, machen wir weiter mit Amira und Massimo. Die haben einen Slow Fox getanzt zu Every Time You Touch von Maggie Riley. Ist ja auch ein Song von Cascada. Aber ich glaube, das hier ist ja das Original. Ja. Fangen wir mal damit an. Also es war auf jeden Fall etwas besser als letzte Woche. Der Salsa. Das Problem war jetzt beim Slow Fox. Slow Fox finde ich, und das muss man sagen, heute, Zitat des Tages, ein sehr schwieriger Tanz. Wobei man sagen muss, Slow Fox ist wirklich ein schwieriger Tanz. Ein schwieriger Standardtanz. Es waren da zu viele Fehlerschritte und gerade der Druck auf den Füßen war halt nicht fest genug, damit man halt auch eben einen gewissen Fluss hat, dass der Slow Fox auch diese Charakteristik mitbringt. Es war zwar in dem Sinne leichtfüßiger und von ihr auch deutlich besser getanzt als letzte Woche. Letzte Woche war es wenig Tanz von ihr, heute mehr. 17 Punkte sind natürlich immer noch mager, weil ich glaube, Amira kann mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Chemie auch zwischen den beiden, ob es vielleicht daran liegt, weil da müsste ich jetzt gucken, aber jemand von euch hat ja auch geschrieben, Mensch, irgendwie wirkt es so, als wenn als wenn irgendwie Massimo nicht so richtig Lust hat, irgendwie zu tanzen. Ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß ganz genau, was ihr meint. So, ich muss mal hier ganz kurz gucken. Wer hat das nochmal von euch geschrieben? War das hier? Guck mal eben, war das da oder war es da? Ich guck mal eben ganz kurz. B-b-bim. Lasst mich mal eben ganz kurz gucken, weil ich möchte ja auch hier nicht irgendwie was Falsches sagen und einen Namen sagen, der so muss ich hier gucken. Ich finde diesen Kommentar gerade nicht. Warum finde ich den Kommentar nicht? Warum bin ich jetzt blind? Wartet mal eben. Ich muss mal hier ganz kurz gucken. Das ist jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Rena Lee oder Lena. Ich weiß aber, dass irgendeiner von euch das auch geschrieben hat. Oder irgendwer, also ich weiß, was ihr meint, zumindest, weil es wirkt so ein bisschen so, als wäre es nicht passend. Also deswegen, 17 Punkte, gut, ein bisschen abgehakt beim Slow Fox. Mal gucken. Also mal gucken, ob sich's nächste Woche bessert. Ja, kommen wir zu einer kleinen Verbesserung. Und zwar bei. Oh, warte. So, zack. Und zwar bei Ricardo und Isabel. Die haben nämlich ein Jive zu One and Only von Chesney Hawks getanzt. Tolle Choreo. Mit dem Headbang cool. 15 Punkte. Ich hätte vielleicht sogar 16 gegeben, weil ich fand die Kicks, dadurch, dass er das ja auch noch nie gemacht hat. Klar, kann man nie immer so beurteilen. Aber ich fand es auf jeden Fall überzeugend. Jive ist ein schneller Tanz. Sehr schwieriger Tanz.
Zitat des Tages, echt so. Es war rhythmisch, es war schnell. Ich verstehe nicht so ganz diesen Kritikpunkt, es wirkt gespielt. Ich würde eher es so beurteilen, ich glaube, er hält sich noch zurück. Also ich glaube, irgendwas bremst ihn doch. Und ich glaube, wenn er irgendwie so diese Hemmschwelle irgendwie noch überschreitet und da noch irgendwie 2-3 Schritte rüber geht und wirklich sagt, ich gehe jetzt dieses Risiko ein und lieber mache ich viel und ja, und vertanz mich dann lieber, aber ich hau rein. Was ja auch Lambi gesagt hat. Dann kann das auch was werden. Mit 15 Punkten, finde ich, ist das auf jeden Fall besser als letzte Woche. Von daher, ja, mal gucken, wie es dann ja eventuell nächste Woche aussieht. Wir werden sehen. Okay, machen wir weiter mit ja, Timo und nicht Malika, sondern Patricia. Die hat ja eigentlich, oder hätte ja mit Hardy Krüger getanzt. Denn Malik hat auch Corona. So viel dazu. Wir lockern alles und Party, Party irgendwie, was ich dann so mitbekomme. Nee. Wir haben eine Rumba getanzt zu Right Here Rating von Richard Marx. Ich liebe dieses Lied. Es ist ein wunderschönes Lied. Q-Motions haben gefehlt, gerade so die, das ist ja so die Essenz ja auch einer Rumba. So diese, dieses Romantische, dieses Hingeben. Ich stimme der Jury größtenteils zu, dass das nicht so war. Dadurch halt auch eben, dass Patricia und Timo, wie lange, vielleicht jetzt nur einen Tag oder so trainiert haben, oder anderthalb, war ja auch das gleiche wie bei Lilly und Jimmy. Und natürlich ist das dann auch so ein gewisser Punkt, dass da noch nicht so diese Intimität ist. Ich fand es aber auch, und das ist auch so dieser gewisse Punkt, gewisse Grundschritte haben gefehlt. Und wenn er ja auch mit Malika trainiert hat, finde ich, müssen gewisse Grundschritte stimmen. Und das war leider nicht der Fall. Fand ich sehr schade. Ich traue ihm deutlich mehr zu. Also, er baut ab. In der Live-Show, in der Kennenlern-Show dann noch 18. Letzte Woche 15, jetzt 11. Also, es ist deutlicher Abbau der Punkte und nicht irgendwie, dass er da mal vielleicht so ein bisschen auch mehr Gas gibt. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen bessert und dass er dann auch viele Punkte holen kann. Machen wir weiter, und jetzt kann ich hier einiges erzählen. Machen wir weiter mit Janine und Jolt. Die haben einen Jive getanzt, und zwar ein Jive zu Kids in America von Kim Wilde. Als ich das schon im Laufe der Woche gelesen habe, musste ich lachen, und ich sage euch ganz genau warum. Ich glaube, das allererste Mal bei Let's Dance habe ich es jetzt erlebt, dass der Tanz zu einer gleichen Musik getanzt wurde, in der gleichen Sendung, also auch in Show 2, wie vor ein paar Jahren. Denn, jetzt muss ich zurückrechnen, letztes Jahr hat Rorik gewonnen, davor hat Lilly gewonnen. Dann war die Zeit mit hier mit Iket, und da hat sie zuletzt mit Pascal Hens, dann mit Ingolf Lück und dann ja mit Gil Oferim gewonnen. Das heißt, vor 5 Jahren, 2017 in Show 2, hieß nämlich Tanznummer, keine Ahnung, da müsste ich jetzt raten, 5 oder 6, das war so mittendrin, das weiß ich noch, hieß so der Tanz mittendrin, Christian Polans und Vanessa Mai mit dem Jive zu Kids in America. Let's Dance. No joke. Ich musste sehr lachen in der Woche, als ich gelesen habe, zu welchem Tanz und zu welchem Song, und dass es auch Show 2 ist. Vanessa Mai hat damals auch einen Jive getanzt. Fand ich sehr, sehr lustig, und das Outfit sah fast genauso aus. Müsst ihr euch mal ansehen. Ich weiß nicht, kann man sich das irgendwie frei ansehen? Dann kann ich das ja sonst gern irgendwie als Kommentar anpinnen. Warte mal, Vanessa Mai Jive. Ja, hier. Achte.
Nee, das war nicht achte Show. Das weiß ich. Hier in der zweiten Show von Let's Dance 2017 präsentiert Vanessa und Christian ein Jive zu Kids in America von Kim Wilde. Ist ihr das Video? Natürlich ist ihr das Video. Geht 7 Minuten 22. Ich kann euch das unten gerne mit verlinken. Hat 26 Punkte bekommen. Das weiß ich. Ich weiß auch noch den Kritikpunkt. Schritte waren toll, es war auch schnell getanzt damals. Der einzige Negativpunkt war damals, dass sie flache Schuhe getragen hat. Und jetzt eben zu Janine. Tolle, tolle Rhythmik. Wirklich tolle Kicks, viel Energie, wirklich sehr viel Körperkontrolle. Der Grundschritt hätte etwas rhythmischer sein können. Und auch hier wieder hinten raus wurde es etwas schwächer. Man hat, also bei vielen Paaren hat man das gesehen. Also viele haben irgendwie mit der Kondition irgendwie zu kämpfen dieses Jahr. Keine Ahnung warum. 22 Punkte sind dennoch wirklich sehr stark. Von daher, ja. Das war schon ein trotzdem toller Tanz, aber lustig, dass es auch gleicher Tanz und gleiche Show war wie damals mit Vanessa bei. Damals war es nur das 80er-Jahre-Special. Jetzt ist das Born-In-Special und das ist sehr, sehr lustig. Ja, das waren Janine und Schult. Wir haben jetzt noch zwei Paare und wir machen weiter mit Cheyenne und Yevgeny. Die haben, wo steht's denn da? Die haben eine Rumba getanzt zu She's Got That Light von Orange Blue. Ich fand die Kritik nicht irgendwie nachvollziehbar. Die sagen zwar, es wurde sauber gearbeitet, aber man soll den Raum mehr mit Energie füllen. Mehr Grundschritte tanzen, Beine nutzen, Emotions haben gefehlt. Also ich fand die Stimmung toll. Ich verstehe auch nicht diesen Kritikpunkt. Ja, ihr habt es genossen und ihr wart irgendwie da drin, aber ihr habt uns nicht mit damit reingebracht. Verstehe ich nicht. Also ich fand den Tanz wirklich toll. Nur 15 Punkte. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich persönlich hätte, glaube ich, eine 7 gegeben, weil es war mir zwar zu wenig Rhythmik in manchen Teilen. Auch hier wurde leider zum Ende hin ein bisschen nachgelassen. Und wie gesagt, was die auch gesagt haben, Grundschritt, gerade so Füße. Dass man so ein bisschen darauf achtet, gerade bei einer Rumba, so ein bisschen die Füße leicht heben und senken und nicht irgendwie, dass man so ein bisschen platt stampft, sag ich mal. Das fand ich ein bisschen schade. Und wie ihr seht, der Auftritt hat von mir einen Stern. Das war für mich mein Lieblingsauftritt, muss ich zugeben, weil ich diese Stimmung mit dem Lied, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bekommt das hier mein Anerkennungsstern und das war mein Auftritt des Tages. Ja, und dann haben wir noch ein paar. Wer fehlt noch? Natürlich. Renata die Granate mit Matthias. Die haben ein Paso Duble getanzt. Zu, wo stehen sie? Jetzt ist hier wirklich die Frage. Ah, da steht sie. Und zwar ein Paso Duble zu The Final Countdown von Europe. Erstmal, dass The Final Countdown ein Paso Duble Song dann da war, fand ich irgendwie geil. Ey, mega. Tolle Körperspannung. Man hat wirklich auch gesehen, wie er versucht hat, oder nicht nur versucht hat, aber wie er es wirklich so gemacht hat, ich führe Renata, dass er wirklich so sagt, hier, ich bin der Mann, ich führe sie. Hier war das positive Einsatz, war konstant bis zum Ende. Es hätte so ein bisschen mehr dieses Aggressivere sein können, so ein bisschen diese Charakteristik für den Paso Doble. Flamenco-Hände hätten so ein bisschen ausgetanzter sein können, so die Arme, dass man natürlich auch mal so macht, aber vielleicht auch so in langsamen Momenten, die ja auch mit da drin waren, so ein bisschen diese Hände austanzt. Fand ich ein bisschen schade, aber es war dennoch mit 25 Punkten der beste Auftritt des Tages und das natürlich auch wieder mit verdient. Natürlich, ich hätte hier auch einen Stern geben können, aber ich kann ja nicht immer jede Woche immer irgendwie dem Paar irgendwie einen Stern geben. Die haben also die meisten Punkte haben, was mir so persönlich gefallen hat. Aber dennoch, ey, Hammerleistung.
Die machen da weiter. Wenn ich von jetzt ausgehen müsste, wer im Finale steht, ich glaube, ich würde sagen, Sarah, Janine und Matthias. Rein vom Gefühl, aber man wird ja noch sehen, was noch passiert. Ja, und dann, meine Lieben, kam die Entscheidung. Und da kann man jetzt ein bisschen natürlich drüber reden. Sehr viel. Dann mussten Cheyenne, Ricardo und Timur zum Schluss. Also Lilly ist safe weitergekommen, wo ich mich natürlich auch so ein bisschen gefragt habe, nichts gegen Lilly per se, weil ich finde sie an sich als Mensch sehr sympathisch, aber tanzen kann sie halt nicht. Ja, und Ricardo ist als erstes weitergekommen, Timur als zweites, das heißt Platz 13 so gesehen jetzt, obwohl es ja nur 12 Paare waren, aber Platz 13 belegt Cheyenne Ochsenknecht. Unverdient, wie ich finde. Also sie hat bis heute, wenn man jetzt den heutigen Tanz auch mit dazu zählt, 48 Punkte gesammelt. Und das sind Punkte, die manche noch nicht mal erreicht haben. So, heute war vielleicht nicht ihr stärkster Auftritt. Okay. Hätte zwar 7 gegeben, gut. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Schon letzte Woche irgendwie dann ja auch so mit, dass sie ja gemobbt wird aus dem Internet. Sie ist sehr jung, das muss man sagen. Also sie ist 21, wenn ich mich jetzt gar nicht irre. Oder 20? Oder ist schon 21 geworden? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jedenfalls, natürlich ist sie sehr, sehr jung und nimmt sich das auch zu Herzen. Zeigt es vielleicht nicht so ganz nach draußen, so ein bisschen schon, aber nicht ganz. Ich finde, der 13. Platz ist nicht gerechtfertigt. Ich habe sie weiter vorne gesehen. Gerade heute mit dem Tanz haben die mich irgendwie echt ins Herz, also ich habe die echt ins Herz geschlossen. Deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Finde ich sehr, sehr schade. Ja, finde ich sehr schade, dass die, wie gesagt, rausgeflogen sind. Unverdient, wenn man es so sehen will. Das ist aber leider Let's Dance, muss man sagen, dass irgendwie dann Paare, die gut tanzen, rausfliegen, weil dann die Fans sagen, nein, ich will, dass mein Lieblingspaar weiterkommt. So war es schon mit manch anderen Paaren auch. Bei manchen war es lustig, wie zum Beispiel Uli Potowski ja 2016, ja, 2016, oder war es 2015? Nee, 2016 müsste es gewesen sein. Deswegen, so dass da vielleicht mal ein Paar oder so dabei ist, ja. Aber gerade jetzt Cheyenne und dann zweite Show, Platz 13, finde ich sehr, sehr krass und unverdient. Meine Meinung. Könnt ihr mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Meine Lieben, das war's dann mit Show 2. Ich habe alles gesagt, was gesagt werden muss und was ich sagen wollte. Ja. Nächste Woche kein spezielles Special. Deswegen Prognose von mir, welche Tänze kommen. Wir können ja mal gucken. Also, ich glaube tatsächlich, nächste Woche könnte schon der erste Contemporary kommen. Habe ich schon so ein bisschen im Gefühl. Eventuell China und auch langsamer Walzer. Ich könnte mir beides vorstellen. Was könnte ich mir noch vorstellen? Ja, Samba, Quickstep könnte ich mir wieder vorstellen. Welche Tänzer haben wir zum Beispiel noch? Wir haben auch noch, oh, den Charleston. Komm, ich schreibe auch noch mal den Charleston auf. Ja. Nun denn, meine Lieben, das war's dann von dieser Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Am Montag kommt ein neues The Masked Singer Video. Dienstag kommt ein Special Video The Masked Singer. Montag kommt ein The Masked Singer Video. Da reagieren wir auf das neue Kostüm, auf die neue Maske. Von daher schaltet dann unbedingt ein. Und mir bis dann nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und liebe Tanzfreunde. Euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.